Hallo, mein Name ist Jonas. Ich habe vor 2 Jahren erfolgreich die Ausbildung zum operationstechnischen Assistenten im St. Johannes Hospital in Dortmund abgeschlossen. Aktuell fahren wir gerade von der Bettenschleuse in den OP-Saal. Das passiert jeden Morgen mit jedem Patienten. Wenn der Patient in den OP kommt, wird er als erstes von den Anästhesiepflegekräften betreut und zur Narkose gebracht. Danach fängt die OP-Pflege an, den Patienten zu lagern und das Sterilgut vorzubereiten, den OP-Tisch zu decken, sodass wir möglichst schnell anfangen können. Als Instrumentierender bereite ich das Sterilgut vor und reiche es während der Operation dem Arzt an, sodass er damit arbeiten kann. Dabei ist es wichtig, die Anatomie zu kennen und den OP-Verlauf, sodass ihr immer passend reagieren könnt und im Notfall sofort wisst, was ihr braucht. Als Springer reiche ich dem Instrumentierenden das Sterilgut an und sorge dafür, dass während der Operation genug Material da ist. Gleichzeitig dokumentiere ich die Operation und schaue, dass, wenn im Notfall etwas passiert, ich sofort reagieren kann, weil ich den OP-Verlauf kenne und weil ich die Anatomie des Patienten kenne. An meinem Ausbildungsberuf gefällt mir besonders die Arbeit im Team und der Kontakt mit Menschen. Gleichzeitig ist es ein sehr vielseitiger Beruf, an dem man morgens nie weiß, wie der Tag wird. An meinem Ausbildungsbetrieb, dem St. Johannes Hospital, gefallen mir besonders die Nähe zum Chef und die vielen Weiterbildungsmöglichkeiten. Außerdem wird sich hier um die Auszubildenden gekümmert. Für diesen Job solltet ihr zuverlässig, sorgsam und immer pünktlich sein. Und wenn ihr das glaubt zu erfüllen, dann informiert euch im Internet bei Dortmund at Work oder macht ein Praktikum in eurem Krankenhaus und vielleicht sieht man sich. Ciao!